Hallo und willkommen zur Version 1.7 Experimental von Empyrean Galactic Survival. Schön, dass ihr da draußen wieder mit an Bord seid und an alle, die meine Videos immer fleißig schauen und bewerten, an der Stelle vielen Dank. Ja, Freunde, die Version 1.7 Experimental ist jetzt endlich da und es gibt da einige Sachen zu berichten, insbesondere die Wasseränderung. Da haben ja schon viele drauf gewartet. Bevor wir uns das jetzt aber genauer angucken und ein paar Tests damit durchführen, möchte ich euch mal einen kleinen kurzen Überblick über den Patch geben. Ich werde euch jetzt definitiv den nicht komplett vorlesen, weil das wäre einfach zu lang, sondern einfach nur die wichtigsten Eckdaten des Patches. Und da wären wir gleich bei der Aktualisierung des Wassersystems. Ein neues Wassersystem-Update interagiert jetzt mit Spielern, Schiffen und Waffen. Und dafür gibt es jetzt in den Videooptionen drei Qualitätseinstellungen, niedrig, mittel und hoch. Also niedrig für keine Wellen und auch keine Interaktion mit dem Wasser. Mittel sind nur die Wellen aktiviert und hoch Wellen aktiviert und Wasserinteraktion. Dann gibt es eine neue Charakter-Controller-KI. Die betrifft nicht die POIs intern, also nicht innen drin, sondern nur draußen das Gelände, also speziell das Gelände, wie das Lebewesen oder die Lebewesen mit dem Gelände agieren. Na, die alte KI hat immer dazu geführt, dass die auf längeren Strecken und höhere Geschwindigkeit immer im Zickzack gerannt sind. Da war sie also nicht sehr genau. Und jetzt hat sich der Pfad mit der neuen KI geglättet. Also die KI ist jetzt in der Lage, den Pfad zu glätten und eben halt solche Zickzackkurse zu verhindern. Ja, POIs. Es gibt jetzt viele neue POIs und Schiffe für die UCH, für ARK, für die Wastelanders, für die Legacy Colonists, Warlords und Polaris. Die wurden hinzugefügt. Außerdem wurde die Legacy oder POIs, einige POIs im BOF-Gebiet der Legacy aktualisiert. Ebenfalls aktualisiert die Trading Stations der Kolonisten, der Frachter, Grabkammern, Kennex Station, Legacy Meta Converter, Trader Stations, Kriel Defense Stations, Cirax DS Radar plus Defenses. Außerdem wurden neue POIs und Schiffe hinzugefügt, unter anderem Phoenix von den Warlords, mehrere Weltraumwracks SV und CV, Polaris Trading Stations, Homeworld, Gust Stations, Haku Radar, Fusion Reaktor, Forward Base, Cirax Gas Raffineries und so weiter und so fort. Die wurden ebenfalls aktualisiert beziehungsweise neu erstellt. Ansonsten gibt es noch diverse andere kleine Änderungen und das sind eine ganze Menge. Und wenn ihr wissen wollt, dann schaut doch mal auf Steam oder direkt auf der Seite nach. Da könnt ihr dann halt speziell nachlesen, was denn da noch für kleine Änderungen gemacht wurden. Gut, das soweit. Und jetzt kommen wir zum Wassersystem. Es ist eigentlich wirklich irre, was dieses Wassersystem jetzt mittlerweile alles kann. Und da habe ich natürlich gleich erstmal rumprobiert. Ich gehe mal kurz in den GM-Modus, weil ich jetzt mit dem neuen Spiel eins festgestellt habe. Vielleicht könntet ihr das sehen. Das Wassersystem funktioniert noch nicht ganz so, wie es eigentlich sollte. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Wenn ihr mal genau hinschaut, dann seht ihr, dass diese Wellen hier eigentlich so aussehen sollten. Also quasi am Land so anschlagen. Damit das aussieht wie echtes Wasser. Aber es gibt dann hier so Teile noch Probleme. Na, darf man nicht vergessen, Experimental. Da sieht man das, dass sie eben halt die Wellen irgendwie anders aussehen. Also nicht direkt anschlagen am Strand, sondern irgendwo so mitten im Wasser hängen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Gut. Die nächste Geschichte ist, ich habe das mal natürlich getestet. Ich wollte wissen, ob man in der Lage ist, jetzt eine Unterwasserbasis zu bauen. Und da habe ich mich mal hingestellt und habe hier eine kleine Würfelbasis gebaut. Und ja, was soll ich sagen? Wie ihr seht, die meisten und die Kenner unter euch, die werden schon wissen, was ich damit meine ist. Es hat sich also nur die Oberfläche des Wassers geändert. Alles andere bleibt gleich. Also es ist immer noch, so wie ich die Sache sehe, eine Art Textur, die quasi abgebaut werden kann. Na, also hier wieder dieses alte Prinzip, wie man eine Unterwasserbasis erstellt, dass man
hier alles vollfüllt und das dann rausnimmt und dann verschwindet das Wasser. Und das merkt man ja dann auch hier, wenn man dann rangeht, sieht man hier, ich stehe jetzt quasi hier wieder unter Wasser. Also leider dachte ich, dass das eventuell geändert wurde, dass es jetzt wirklich richtiges Wasser ist, also fluides Wasser, ein Fluid, aber leider nicht, ja. Gut, dann das nächste. Ich habe dafür mein U-Boot, das solltet ihr eigentlich kennen. Also die, die meine Staffeln geschaut haben, das müsste Staffel 6 gewesen sein, habe ich mal mein U-Boot angeschleppt und da gibt es interessante Sachen mit dem Wasser hier. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber wir gucken mal erstmal Interaktion mit dem Wasser. Ich muss erstmal hier alles ausrichten. Die Interaktion mit dem Wasser sieht schon echt nice aus, das muss ich sagen. Da haben sich die Entwickler wirklich, wirklich Mühe gegeben. So. 2,9 Meter, da sieht man schon, wie das Wasser interagiert. Na, also wenn man jetzt hier so fährt. Oder ich fahre mal rückwärts, dann sieht man das besser. Da sieht man das, ne? Schaut mal. Da kann man es mal sehen. Das ist quasi diese Interaktion mit dem Wasser, was neu ist. Oder wenn man jetzt anhält, dann sieht man auch, wenn, also das ist ja jetzt hier ein Hoover, ne, also Wasserfahrzeug, dann hinterlässt das quasi auch so eine Art Blase, da wo es steht halt. Aber ich finde das schon echt nice, was sie jetzt gemacht haben, dass sie auf jeden Fall die Oberfläche schon mal so hingekriegt haben. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, wenn man jetzt zum Beispiel aussteigt, dann sieht man auch, wie das richtige Wellen zieht. Und dann, wenn man das jetzt ausschaltet, dann fällt es runter und dann sieht man das auch, wie es unter Wasser, ne, also wie das dann also wirklich wie richtiges Wasser eigentlich reagiert. Was mich aber ein bisschen stört ist, dass das hier entsteht. Ich weiß nicht, gut, jetzt ist es natürlich ein Spezialfahrzeug, das unter Wasser fahren kann. Das hat man ja nicht allzu oft in Empyrean. Und hier dieser Punkt ist wahrscheinlich der Punkt, der hier dieses Fahrzeug mit der Oberfläche verbindet, um damit zu interagieren. Vielleicht kriegen sie das auch noch hin. Ne? Ja, dann habe ich rumgetestet mit dem U-Boot. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch ging. Also wir haben in dem U-Boot immer noch Wasser. Also es wird nicht rausgedrückt. Leider nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, dass das Wasser rausgedrückt wird. Aber was mir aufgefallen ist, die Wasseroberfläche sieht ja jetzt komplett anders aus. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Wasseroberfläche ja etwas anders ausgesehen hat. Aber wenn man das ganze Ding jetzt mal auf den Kopf dreht, dann weiß man ja gar nicht mehr, was oben oder unten ist. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon ging. Ne, aber ich fand das irgendwie witzig. Das ist verdrehte Welt jetzt hier. Ne, also man kann sozusagen sich auf den Kopf stellen jetzt. Gut, das ist jetzt auch natürlich, wie gesagt, ein Spezialfahrzeug. Normalerweise wird ein Hoover nicht unter Wasser sein. Aber ich wollte es euch mal nur zeigen halt, was man damit alles machen kann mit dem Wasser hier. So, und dann drehen wir mal wieder. Na, also, wir fahren jetzt unter Wasser. Tauchen auf. Tauchen wieder unter. Also da sieht man auch, dass man auch unter Wasser, wenn man ein bisschen unter Wasser ist, auch so eine Art Wasserfurche zieht. Worauf wahrscheinlich viele, viele warten oder gewartet haben. Und zwar, wenn man am Wasser hier reingräbt. Da wissen ja viele, dass ja dann irgendwann Schluss ist und dann quasi das Wasser so abhackt. Und da wollte ich jetzt mal wissen,
ob das jetzt auch hier so ist. Dafür müssen wir uns einmal hier reinbuddeln. Ich mache das mal mit Absicht hier so bei den Wellen. Nur mal um zu wissen, was passiert. Also es sieht auf jeden Fall schon anders aus, oder? Gucken wir mal. Es läuft auf jeden Fall nicht nach. Es sieht aber natürlicher aus. Wenn ihr mal genau schaut. Es sieht viel natürlicher aus als vorher. Jetzt müsste man mal gucken, ob das Wasser jetzt auch der Linie, der Geländelinie folgt. Oder ob das eine glatte Textur ist, wie sonst immer auch. Aber es sieht nicht so aus, ne? Also es sieht wirklich aus, als ob sie daran gearbeitet haben, dass das Wasser natürlich aussieht oder natürlich endet, sagen wir es mal so. Von der Seite vielleicht nicht so. Aber wenn man jetzt mal hier so steht, dann sieht das schon so interessantermaßen aus. Mal gucken, was passiert. Ob das Wasser nachläuft. Nein, tut's nicht. Aber es sieht auf jeden Fall deutlich natürlicher aus. Ja, und die Wellen schlagen auch nicht an. Okay. Das hätten wir auch. Zum Schluss noch eine Geschichte, die mir jetzt vielleicht nicht so gut gefällt. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Wracks liegen. Da habe ich auch schon ein bisschen rumprobiert mit dem Wasser. Und zwar, wenn man... Es soll ja interagieren. Na, und wenn wir jetzt ein kleines nehmen, wir nehmen nochmal dieses U-Boot... Und wir werfen das mal ins Wasser. Dauert das jetzt ein kleines Moment? Einen kleinen Moment? Jetzt fällt es. Und Achtung! Da hat man ja das. Na, da sieht man ja, dass das interagiert. Das geht aber... Also das sieht halt eben nur bei kleinen Fahrzeugen so aus. Wenn man jetzt richtig große Fahrzeuge nimmt. Ja, irgendwas Größeres hier. Dazu müsste ich mal hier... Ja, genau. Nehmen wir mal hier Cerberus, Fregattenwrack, das ist ein bisschen größer. So. Und jetzt achten wir mal darauf, bei einem etwas größeren Wrack, wie das Wasser mit dem größeren Wrack interagiert. Man darf nicht vergessen, es ist ja noch eine Experimental. Aber schaut mal genau hin, was passiert. Wie ihr seht, gar nichts. Ich habe das jetzt getestet. Bei diesem Wrack hier, da gab es so zwei Punkte, die sieht man dann auch hier, wo sie dann anschlagen. Ja? Aber wenn das ganze Wrack sozusagen reinfällt, also es gibt keine Massenverdrängung. Was ich damit sagen will, ist halt, je höher oder je größer die Masse, desto mehr die Wellen oder desto mehr eben wird verdrängt. Das tut es hier nicht, sondern es gibt dann nur bestimmte Punkte, die dann interagieren mit dem Wasser. Vielleicht wird das auch noch geändert. Ist ja erst der Anfang. Ja, Freunde, ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Angespielt, in der nächsten Guide oder in der nächsten Folge, im nächsten Gameplay. Also, tschüss, macht's gut.